In dem ersten Teil über das Thema Halsband für Hunde habe ich von Emmas Halsbändern aus Stoff und meinen Überlegungen, bei den Halsbändern der Hunde auf Kunststoff umzustellen, berichtet. Ein Halsband für Hunde aus speziellem Kunststoff, auch Biotane genannt, ist pflegeleicht. Das Reinigen im Waschbecken unter einem Wasserstrahl geht schnell und ohne großen Aufwand. Und diese Halsbänder sind nicht weniger sicher oder schön. Emmas Halsbänder, die ein Gurtband teilweise abgepolstert mit Vlies oder Neopren haben, sind leider sehr schnell verschmutzt. Ein häufigeres Waschen ist vor allem im Herbst unumgänglich. Hier im Bild seht ihr nochmals Emmas Halsbänder. Die oberen drei Bänder zeigen erste Verschleißerscheinungen. Das untere, rote Halsband mit einer hübschen Namensgravur war ein Geschenk zu Emmas zweitem Geburtstag im August 2022. Es ist aus einem stabilen Canvas-Webstoff und hat an dem genieteten Lederteil einen Verschluss aus Metall. Dieses Halsband hat einige Vorteile. Es gibt kein lästiges Gewurstel, denn der Klickverschluss muss nicht durch einen Ring durchgeführt werden. Er wird direkt zusammengesteckt. Dieses Band ist unverwüstlich. Und Emma mag dieses Halsband sehr. Der Nachteil besteht darin, dass der Klickverschluss aus Metall und wenn er häufig nass wird, rosten kann. Beim Tragen gibt es ein ganz leichtes Nebengeräusch, ein leises Klirren, das kaum auffällt. Bezüglich der Länge bzw. Größe sind alle vier abgebildeten Halsbänder verstellbar und können somit optimal an den Halsumfang des Hundes angepasst werden. Der große Nachteil dieser Halsbänder ist, wie bereits erwähnt, der erhöhte Pflegebedarf durch häufiges Waschen nach Verschmutzung. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Jedes Material hat Alterungs-, Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen. Es ist deshalb sehr wichtig, Halsbänder und Leinen regelmäßig auf Sicherheit zu überprüfen, um Gefahrensituationen durch das Reißen eines Halsbandes oder einer Leine zu verhindern, muss das Material regelmäßig kontrolliert werden. Auch das bevorstehende Abbrechen oder Versagen eines Karabinerhakens kann durch regelmäßige Kontrolle entdeckt und eine Notsituation infolge von Materialversagen vermieden werden. Doch was ist Biotane eigentlich? Das erste Mal aufmerksam auf das Material Biotane wurde ich beim Erwerben einer Schleppleine für Emma. Als Emma noch sehr klein war und ich sie auf gemeinsamen Ausflügen in die Natur mit einem Brustgeschirr sicherte, war eine Schleppleine die beste Lösung. Ich bestellte diese Schleppleine damals im Internet bei Romneys. Ein anderer Händler für Hundeleinen und Halsbänder beschreibt das Material Biotane folgendermaßen. Ich zitiere: Das Biotane-Material zeichnet sich durch seine ganz besonderen Eigenschaften aus. Biotane beruht auf einem amerikanischen Patent und kommt ursprünglich aus dem Pferdesport. Es hat eine Reißfestigkeit von etwa 450 Kilogramm, was es zu einem robusten und sicheren Begleiter macht, auch unter Extrembedingungen. Ein weiterer großer Vorteil am Biotane-Material ist seine Pflegeleichtigkeit. Auch schlechtes Wetter, Regen und Matsch sind für unsere Biotane-Halsbänder kein Problem. Einfach abwischen, fertig.
Es saugt sich nicht voll und ist somit auch für badefreudige Hunde bestens geeignet. Zudem ist es unverrottbar, schimmelresistent und UV-beständig, was es besonders langlebig macht. Zitat Ende. Mit den Halsbändern von Rudelherz habe ich gute Erfahrungen gemacht. Vor wenigen Tagen kamen mit der Post die Halsbänder aus Biotane von Lenny Equipment. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Bänder von Rudelherz genäht und die Bänder von Lenny Equipment genietet sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die genähten Bänder dauerhafter halten als die genieteten. Die beiden Halsbänder von Lenny Equipment mit Klickverschluss passen den Hunden gut. Diese Bänder sind nicht verstellbar. Sie machen aber einen sehr soliden, sauber verarbeiteten und stabilen Eindruck. In der Praxis wird sich bald zeigen, ob sich dieser erste Eindruck bestätigt. Hier nochmals ein kurzer Überblick und zugegeben noch etwas zu früher Vergleich. Ein Halsband von Rudelherz kostet 40 Euro plus Versandkosten. Außer man kauft es während einer Sonderaktion und bekommt einen Rabatt, beispielsweise während des Frühlings. Das Halsband von Rudelherz hat einen Dornverschluss mit wertiger, rostfreier Metallschnalle und es ist größenverstellbar. Es gibt eine kleine Auswahl an schönen Farben und Größen. Das Halsband aus hochwertigem Material ist einwandfrei genäht und absolut sauber verarbeitet. Es hat das Logo von Rudelherz als Aufdruck. Ein Halsband von Lenny Equipment kostet 15 Euro versandkostenfrei. Dieses Halsband hat Nieten, einen Klickverschluss aus Kunststoff und ist in der Länge nicht verstellbar. Man muss zuvor also richtig messen. Es gibt aber auch andere Verschlussvarianten und verstellbare Halsbänder von Lenny. Die Auswahl an Farben ohne und mit Reflex ist sehr groß. Der erste Eindruck nach Lieferung ist erfreulich. Alles passt. Ein rundum pflegeleichtes, robustes und schönes Halsband für die Hunde. Bei beiden Anbietern, bei Rudelherz und bei Lenny Equipment, gibt es auch passende Leinen aus diesem Material Biotane.